Demonstrieren am Pfingstmontag ist eine Möglichkeit, spazieren, wie erwähnt, eine andere. Aber über Pfingsten waren natürlich auch viele Menschen in der Kirche. Wobei es sicher nicht mehr so viele sind wie vor 5 Jahren. Das Forschungsinstitut GFS Zürich belegt mit einer repräsentativen Befragung von 1000 Personen, dass die Landeskirchen ihre Mitglieder verlieren. Immer mehr Menschen sind unzufrieden. Interessant ist der Vergleich zwischen Reformierten und Katholiken. Bei beiden gehört rund ein Viertel zu den Unzufriedenen. Aber punkto Kirchenaustritte gibt es markante Unterschiede. 44% der befragten ausgetretenen Katholiken haben diesen Schritt in den letzten 5 Jahren vollzogen. Lediglich 14% der ausgetretenen Reformierten haben den Austritt in den letzten 5 Jahren vollzogen. Der jüngste Aderlass in der katholischen Kirche ist also markant größer. Pfarrer Franz Stampfli vom Generalvikariat der katholischen Kirche des Kantons Zürich nennt Gründe für die Austritte. Dieses Jahr sind es vor allem die Missbrauchsfälle. Und dann ein bisschen weiter zurück zeitlich ist es die Anerkennung oder die Quasi-Anerkennung der Pius-Bruderschaft. Auf diese Vorfälle werde er fast täglich angesprochen. Er erhalte viele Mails. Dies stimmt den Kirchenmann nachdenklich. Ja, das macht uns natürlich traurig, dass man Dinge, die anderswo passieren, dass man die dann uns zur Last legt. Das ist ganz verständlich, dass wir da nicht an allem Freude haben können, weil wir uns auch nicht mit allen Entwicklungen solidarisieren, die es gibt. Zwar gibt es auch bei der reformierten Kirche kaum noch Predigten vor vollen Reihen. Ausgetreten sind jedoch weniger Gläubige im Vergleich zu den Katholiken. Ich weiß nicht, ob wir das besser machen. Wir versuchen, nahe bei den Menschen und ihren Fragen zu sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste im Gottesdienst, in der Seelsorge, wirklich eine Dienstgemeinschaft zu sein. Für uns als Reformierte ist die Kirche nicht die Wahrheit, sondern sie verkündigt die Wahrheit und hat also ein ganz anderes Verständnis von Kirche. Auch wenn Reformierte zurzeit kirchentreuer sind, in beiden Landeskirchen äußern fast 30% der Gläubigen mehr oder weniger deutlich Austrittsabsichten.